Moin zusammen. So, wir haben abgespeichert und unsere... Oha. Gras eben kontrolliert von, keine Ahnung, Außenposten. Die Gruppe ist Mitglied einer Fraktion begegnet und wartet auf Anweisungen. FFT-Bande. Weißt du, wo du hier bist? Du siehst so aus, als hättest du dich verlaufen. Das ist das Territorium der FFT-Bande. Und nach deinem Gesichtsausdruck zu schließen, sind wir uns noch nie begegnet. Pass auf, das Ganze läuft jetzt folgendermaßen ab. Du wirst entweder so schnell wie möglich abbauen, oder die Dinge werden dir unangenehm. Sehr unangenehm. Fangen, foltern, töten. Fangen, foltern, töten. Das ist das Motto der FFT-Bande. Willst du eine Demonstration davon sehen? Jesse einrufen. Unser Anführer zeigt dir bestimmt gerade, was wir damit meinen. Ha. Zusammenarbeiten? Nein. Wenn du unseren Anführer per Funk nach Arbeit fragst und du dich gut anstellst, können wir einander vielleicht irgendwann vertrauen. Aber bis dahin bist du ein Niemand. Also sei also lieber vorsichtig. Es kann passieren, dass wir dich töten. Langsam. Okay. Gruppe ist unterwegs. Route wechseln. Alle Wegpunkte löschen. Lauf dir mal dorthin. Super, er geht duschen und danach die Falle leeren. Noch einmal. Aktivierung 0. Ah ja, genau. Speisekammer, viermal Fleisch. Kann er hier gleich mal durchkochen. So, wenn der Bunny weg ist, dann muss er auch dann die Falle weg sein. Ja, schade. So, jetzt gleich Wahrnehmung ein Level hoch. Verwerfen. Positive Eigenschaften, sparsam. Großer Appetit, unhygienisch. Loyal, illoyal. Wenn dabei steht loyal, warum habe ich ihn da nicht mitnehmen können? So, du gehst pennen, du liest weiter. So, dann gehst du auch irgendwann pennen. Die Gruppe hat die Durchsuchung des Ortes abgeschlossen. Ach, cool. Oh, sehr, sehr cool. Alles einpacken. Gewicht 285. Na, das hat sich doch mal gelohnt. Noch eine Kirche. So, Zeit ein bisschen vorspulen. Essen kannst du sonst auch morgen. Ich glaube, sie sind angekommen und sind am Plündern.
Und ab ins Bett. Okay, Durchsuchung abgeschlossen. Noch ein Messer. Das kommt mit. Holz kommt mit. Das kommt mit. Treibstoff. Oh, guck mal hier. Schrotthaufen. Den brauche ich erstmal nicht. Kalk. Gewicht 20. Rhetorik für Anfänger. Charisma 1 bis 5. Sand. Boah. Ziemlich schwer. Das geht nicht mehr mit. Yep. Gute wechseln. Ab nach Hause. Das war mal richtig gut mit den Rucksäcken. Kriege ich gewaltig was mit. So, Christopher ist wieder wach. Loyal. Warte mal. Will erste Hilfe herstellen, will eine Wand aufwerten, möchte alleine erkunden. Objekte fertigen. Kriege ich nochmal einen zweiten Erste-Hilfe-Kasten. Arzneischrank? Nee, dafür brauche ich Holz. Ich kann irgendwie gerade so gut wie gar nichts bauen. Das ist dann Ausrüstung. Ach, genau, hier konnte ich doch auch auf Level 2 was bauen, ne? Mittlere Kiste, Steinraum. Eine Aufwertung der Erdräume. Nicht so schön, aber sicherlich einfacher sauber zu halten. Zwei versiegelte Metallwässer. Halogenheizung auf Bodenhöhe. Die Halogenlampen verwendet und eine Drehfunktion für eine gute Wärmeverteilung besitzt. Wird verwendet, um die Temperatur in einem Raum zu erhöhen. Am besten geeignet für kleine bis mittelgroße Räume. Behelfsrecycler. Eine Maschine, die in der Lage ist, Gegenstände in ihre Einzelteile zu zerlegen. Effizienter als das Zerlegen. Den brauche ich. Waffenkammer, in der du Waffen aufwerten und reparieren kannst. Mittleres Vorratsregal. Boah, jetzt geht's ab. Ein gutes Grab. Boah. Wir bringen ja Objekte im Schutzraum zu löschen. Oh. Kalt im Dunkeln schlief in einem Bett. Das Medizin braucht Aufmerksamkeit und wartet auf Anweisung. Oh, Begegnung mit FFT-Bande. Aha, was haben wir denn hier? Suchst du nach uns? Komm schon, spucke sie aus. Lean, Erfolgschance. Jo, der erste Kampf. Lass uns etwas Blut vergießen. Wie es aussieht, wollen wir in einen Kampf verwickeln. Schauen wir uns einmal die Grundlagen für Kämpfe an. Dann wirst du das hoffentlich überleben. Du kannst mit Gegnern und Verbündeten interagieren, indem du sie mit der rechten Maustaste anklickst. Ein Rechtsklick auf einen Charakter öffnet ein Menü, das alle verfügbaren Aktionen anzeigt, die du ausführen kannst. Das Ausführen von Angriffen und Fähigkeiten kostet Ausdauer.
Klicke auf die Fragezeichen auf den Kampfanzeigetafel, um mehr über sie zu erfahren. Gegenstand benutzen. Fähigkeit einsetzen. Und analysieren. Streuschuss. Luftröhre zerschmettern. Oh. What? Benommen. Blutet. Bewältigt. Verblutet. Ach du Güte, Sack Zement. Achelschlagring. Okay, und ich bin aber voll, ne? Reissamen, den kann ich noch mitnehmen. Zement. 05. Ja, Kiste lasse ich erstmal da. Zementsack. 20, das Ding wiegt auch 20. Okay, bestätigen. Verfügbare Gefängniszellen 0 von 10. Ja, der Ruf ist eh komplett down. Die Jungs kommen jetzt nach Hause, ne? Oder wie sieht's aus? Ist unterwegs, ja. Okay, cool. Ich bin hier, um euch das Leben leichter zu machen. Lasst mich euch beitreten, ich helfe euch, die beste Fraktion weit und breit. Klingt das gut? Intelligenz, Charisma, Wahrnehmung, Tapferkeit, ja komm. Sauerstoffwarnung. Die Leistung des Sauerstofffilters reicht nicht für weitere Mitglieder. Werte den Sauerstofffilter auf, um nicht zu ersticken. Möchtest du meinen... Oh. Möchtest du nach wie vor rekrutieren? Nein. Ach was. Wasserreiniger? Sauerstofffilter aufrüsten. Im Aufwertmenü eines Objekts findest du eine Liste mit möglichen Aufwertungen. Wenn du eine dieser Aufwertungen markierst, erscheint eine Liste der dafür benötigten Ressourcen. Viele Ressourcen werden rot angezeigt. Wenn alle Ressourcen gesammelt wurden, kann die Aufwertung durch ein Linksklick herstellen ausgeführt werden. 5 Eimer. Kommen die Eimer dann per Fahrstuhl runter oder? Widerstandsverbesserung gegen Sandstürme 10%. Okay. Geh mal reparieren. Zisterne. Gegen Sandstürme. Langlebigkeit, Effizienz. Pflanze Erden. CO2, Sauerstofflevel im Schutzraum, 100%. Das ist interessant. So, warte mal. Kann ich hier? Nee, kann ich nicht. Den Kram, den ich da liegen sehen, nicht nochmal irgendwie einsammeln.
Kontrolliert von FFT-Bande. Toilette benutzen und duschen. Alle leeren. Pflanze ernten. Reparieren. Nein. Nach dem Ernten erst nochmal den Setzkasten wieder. Neu bepflanzen. Ja, die Kämpfe finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach. Ich hatte gehofft, dass es so in die Richtung geht wie Wasteland zum Beispiel. Zwar rundenbasierend, aber dass man da auch irgendwo Laufpunkte investieren muss. Und bis 21 Grad passt. Reparieren. Ach, da kommen sie schon wieder. Meine tapferen Recken. Lass mal ein bisschen sauber machen hier, Kollege. Okay. So, alle wieder zu Hause. Gewicht 309,8. Eine Konserve. Okay, bestätigen. So, einmal Pause machen. Ich muss jetzt erstmal meine Leute sortieren hier. Empfindlicher Schmerz. So, du gehst erstmal was trinken. Du gehst was trinken und duschen. Du gehst auch was trinken. Und dann so ein Recycle-Ding würde ich gern bauen. Campingherd hat mehrere Kochplatten und Töpfe, ermöglicht das Herstellen von Mahlzeiten auf Stufe 2. Okay. Mittelgroßer Medizinschrank. So, warte mal. Stachelfalle, Schaden 15. Kleines Gewächshaus. Zum Freien. Ein gutes Grab, Pflanztisch. Und dann drinnen angebaut werden, Kleidungsstücke gelagert und Charaktere angepasst, eine gute Toilette, gute Tüte, leichte Gewichte. Sie heben Gefährt Erfahrung in Stärke und Tapferkeit, empfohlen für die Stärke und... Okay, was brauche ich dafür? Kann ich bauen. Richtiges Bett. Wasserfässer. Mittleres Versorgungsregal. Da, Behelfsrecycler. Brauche ich einmal Metall für. 4 Ventile und 8 Rohre. So, Objekt fertigen. 2. Yes. So, wo ist der Cowboy hier? Douglas. Jetzt fertigen. Brokkolisuppe und zweimal Fleisch.
51 von 10. Okay. Medizinschrank öffnen. Benutzen. Hält auf Blutung, ja. Den benutzen wir. Minus 1 Gesundheit, haha. Der hat echt gut auf den Sack bekommen, der Junge. Schutzraum reinigen. Objekte fertigen. So, zack, Stufe 2. Die Rohre, eine Metallplatte, zwei Ventile. Gott, kein Sparen mehr, ne? Gegenstände recyceln. Das dauert noch zu lange, bis ich diesen Recycle-Kram holen kann. Intelligenzbuch lesen. Oh, warte mal, guck mal. Du hast doch hier Wünsche. Ich möchte alleine erkunden. Kampfbegegnung ohne Verluste. Ein Kartoffelgericht essen. Ich möchte klüger sein. Guck mal, er kann im Anschluss das Intelligenzbuch lesen. Ja, gehen wir ruhig noch mal alles reparieren. So, 88 von 110 oder so. Sie ist am Bauen. Was ist mit ihm denn los? Wird sich jemand getötet? Ist kalt. So, Douglas. Okay, krass. Ich dachte dann, erst machen die hier einen auf, wir töten hier alles und jeden, und dann sind die Leute trotzdem traurig, wenn sie so einen töten. Oh, da kommt ein Bunny. So, Leute, quatsch mal miteinander. Aufmerksamer sein. Gut, dann hör mal auf zu lesen und dann nimmst du dir Wahrnehmungsbuch als nächstes. So, Anthony geht schlafen.
Du gehst schlafen. Und Laura geht gleich schlafen. So, Objekte fertigen. Ich kann noch mal so einen Rucksack bauen. Ja, mach das mal. Wird Zeit, dass es regnet. Oh, guck mal, ist auch morgen soweit. Sehr cool. So, Objekt fertigen. Stufe 2. Behelfsrecycler. Brauche ich nur ein Ventil, eine Platte und 5 Rohre. Ein Ventil. Yes. Platte, ja. Erstmal nur ein Ventil herstellen. Mehr Metall und Holz brauche ich. Wünscht sich mehr Bewohner, will erste Hilfe herstellen, möchte aufmerksamer sein. Will Brokkoli-Gericht essen. Cool. In die Wahrnehmung. Wochenbericht. Dies ist der wöchentliche Bericht. Hier kannst du sehen, welche Ereignisse diese Woche begonnen und geendet haben. Ereignisse beeinflussen ganze Regionen und können Dinge wie ihre Schwierigkeitsstufe, Risikolevel oder Herrschaft über die Region verändern. Wenn ein Außenposten angegriffen wird, kannst du ihn besuchen, um die Angreifer zu unterstützen oder ihn zu verteidigen. Dies wird deinen Ruf bei der Fraktion, der du hilfst, verbessern. Los Muertos. FFT-Bande ist Minus, da ist Minus. Und das ist mein Territorium anscheinend. Ah. Ja, ich werde als nächstes hier mal runterlaufen, das so ein bisschen aufdecken da an der Stelle. Fähigkeiten. Können wir eigentlich mal reinschauen? Luftröhre zerschmettern, Angriffsfähigkeit. Verstärkungsfähigkeit. Erhält plus 5 Stärke. Diese Steigerung der Stärke endet nach der nächsten Runde. Okay. Scheint ein guter Kämpfer zu sein. Gut, alle drei pennen. Objekt fertigen. So, eine Zwischenwand. Kann ich tatsächlich bauen, aber dann ist... Ich will eine Wand aufwerten. Sandsturm und Regen erstmal. Oh, der ist schon ziemlich müde. Durcheinander hier gleich.
Ja doch, du kannst schon mal schlafen gehen. Mach ruhig das Bett ganz hinten. So, du wartest kurz, bis er fertig ist. Er geht danach auf Toilette. So, Objekt herstellen und fertigen. 6x6 Rohre brauche ich noch. 2. Okay, er ist wieder ausgeruht. Das ist richtig gut. Ausrüstung. Kannst du mal. Nutzgegenstände und Ausrüstung, wie zum Beispiel Waffenrüstung, Metalldetektoren, werden durch Verwendung abgenutzt. Ab einem bestimmten Punkt gehen sie kaputt und können dann nicht mehr repariert werden. Du kannst sie instand halten, indem du bei ihrer entsprechenden ihrem entsprechenden Herstellungsobjekt reparierst. Zum Beispiel können Waffen in der Waffenkammer repariert werden. Dinge zu reparieren kostet Materialien und diese Kosten werden höher, je beschädigter der Gegenstand ist. Na, Anthony, dir geht's gerade irgendwie nicht so gut, ne? Douglas hat Intelligenz erhöht. Sehr cool. Mitglied ist zu müde. Ja, ich glaube, dann warten wir doch nochmal, bis er sich ein bisschen ausgeruht hat. So. Zack, zack. Laura. Objekt fertigen. Ist das für sie vielleicht auch ein bisschen günstiger? Ich glaube nicht, ne? Effizienteres Recyceln wäre schon geil. Ah, hier, Bratpfanne. Die wollte ich immer haben. Recyceln. So, könnt ihr mal miteinander quatschen? Hm. Er wurde beleidigt. Okay, Objekt fertigen. Bauen. Level 2. Eine Metallplatte, 4 Rohre. Eine. Und 4. So, Anthony, du kannst hier oben mal gar nichts machen. Objekt fertigen. Level 2. Behelfsrecycler. Bom. Boah, ist das gut. Okay, bevor wir losgehen, gehst du auf jeden Fall nochmal auf Klo. Das geht schon wieder kaputt, ne? Okay, er ist müde, geht pennen. Douglas. So, schlafen. Ein bisschen vorspulen, bis Christopher wach ist. So, und es soll gleich regnen. Trinken wir alle noch einen Schluck. Wasservorrat ist nämlich gleich alle. So, Bau fertig. Regen an der Oberfläche, sehr cool. Intelligenz plus 40.
Okay. So, Expedition planen. Mustafa. Jawoll. Komm mit. Und weiter. Stärke 4, Stärke 5. Ein Filter. Ausrüstung, allgemein Waffe. Stärke 2. Stärke 1. Ja, du bleibst dabei, er kriegt den hier. So, und Ausrüstung. Du kriegst einen guten Rucksack, du kriegst die Weste, du kriegst die andere Weste in den anderen Rucksack. Ihr beiden kriegt Handtaschen und du auch noch das da. Okay, Medizin. Nimmst du zweimal mit. Das Strahlung im Körper reduziert, okay. Weiter. Wollt nach unten, ne? Will ich gerade spontan nach oben zu gehen. Da müsste ich eigentlich auch noch mal hin. Zuletzt besucht noch nie. Weiter. So, Douglas ist jetzt alleine zu Hause. Wenn er aufwacht, kann er mal Intelligenzbuch lesen. Oder nee, warte mal. Recycled. Haha! Nee, keine Pfannen mehr dabei. Den brauche ich, falls ich hier zu Hause angegriffen werde. Fertigen. Zwischenwand. Brauche einmal Metall für. Das sollte ja kein Problem sein. Das 20 mal Metallspäne. Okay, was kann ich denn sonst bauen? Rohre. Waffenkammer. Waffen aufwerten und reparieren. Ein Sensor und zweimal Metall. Wie kann ich denn so einen Sensor bauen? Ah, hier, guck mal. Intelligenz 4, ne? Sehr cool. Baust einen Sensor und liest das Intelligenzbuch weiter. Hunger ist eingetroffen. So, Gegenstände des Händlers, was hat er denn da? Holz, was könnte ich ihm anbieten? Ich weiß noch nicht, was man braucht, was man nicht braucht. Gekochtes Fleisch, 15. Handelswert 2, 15. Kampf- und Friedfische, ein Geschichtenbuch. Das beim Lesen einen positiven Stimmungsmodifikator verleiht. Ah, okay. Herstellungsmaterial, Müll. Kann ich mir zweimal Holz von holen? Ja, und neue Fallen bauen, ne? So, den will ich dann auch auf jeden Fall. Handelswert, Tierfett. Zink, Reissamen. Mal gucken, was hat denn einen richtig hohen Wert hier? Gegengift. Nee, sowas behalte ich. Brokkoli, Handelswert 1. Brokkoli-Samen. Kannst du 5 Mal von haben und dann kriege ich sogar noch einen 10er raus.
Was hast du denn? Was hast du denn, was ich möchte? Was ist das hier? Alfalfa. Den Clear erinnert. Herstellungsmaterialien. Ah, da kann ich, glaube ich, Seife mitmachen. So als Duftstoff, Aroma. Leere Benzinkanister. Kann recycelt werden. Schade. Ich dachte, wenn man den mitnimmt, kann man die vielleicht wieder auffüllen irgendwo. Brokkoli, Handelswert 1. So, 36, 36. Ich kann den mal rausnehmen. Handelsversuch zu 80%. Er ist einverstanden. Ah, Douglas. Richtig gut, mein Junge. Okay, du liest erstmal das Intelligenzbuch weiter. 36. Zisterne. Und dann müsste ich bald mal das Ding hier aufrüsten. 5 Eimer, 5 Bohrer. Was sagt die Zeit? 41 Minuten. Guck mal, da mache ich jetzt eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß bei dir und bis bald. Und ciao.